Mua. Was hat die Karotte mit dem Dönerladen zu tun? Also der Carrot Mob ist eine Aktionsform, die kommt aus den USA, kommt von Carrot and Stick. Das heißt so viel wie Zuckerbrot und Peitsche oder dem Esel die Karotte vorhalten. Und zwar möchte man den Ladenbesitzer dazu nötigen, einen gewissen Prozentsatz von seinem Tageseinkommen für Klimaschutzmaßnahmen auszugeben. Dafür verspricht man ihm aber ziemlich viel Werbung und ziemlich viele Leute an dem Tag, die bei ihm einkaufen. Erfunden hat das Ganze dieser junge Mann. So, my name is Brent Schulkin. I am the founder of Carrot Mob. And I am come here from San Francisco to meet all the Carrot Mobbers of Germany. You know, I came to this idea as someone who had had experience with other traditional forms of activism. And I just was a little frustrated that sometimes I would do things and they weren't effective or they weren't positive and they just didn't work. And Carrot Mob is sort of the opposite of that, where instead of attacking companies, we create this incentive to lure them in a friendly way to do what we want. So it's kind of the opposite of a boycott. 8 Wochen lang haben wir, die Schülerinnen und Schüler des Justus von Liebig Gymnasiums Neusses, aus dem PS-Seminar Soft Skills das Projekt Carrot Mob geplant und vorbereitet. Unterstützt wurden wir hierbei von unseren Projektleiterinnen Heike, Lena und Nini. Gefördert wurde das Projekt von der Umweltstation Augsburg. Die Umweltstation Augsburg hat von dem Projekt Carrot Mob macht Schule erfahren und fand die Idee, einen Carrot Mob zu organisieren mit einer Gruppe von Schülern total toll und hat gesagt, sowas gab es in Augsburg bisher noch nicht. Wir haben uns dazu auf die Suche gemacht nach einer geeigneten Gruppe und sind fündig geworden bei den Schülerinnen und Schülern der Q11 des Justus von Liebig Gymnasiums im P-Seminar Soft Skills. Die haben sich interessiert und setzen sich mittlerweile engagiert dafür ein. Und die Umweltstation Augsburg kann durch das Projekt Prima Klima in Augsburg, das durch das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit gefördert wird, einen finanziellen Beitrag zur Umsetzung dieses Carrot Mobs heute beitragen. Unterstützt wurden wir von einem Energieberater, der uns die energetischen Schwachstellen des Ladens vor Ort erklärt hat. In Silos Kebabhaus gibt es unterschiedliche Energieverbraucher. Die stärksten sind im Kälte. Wärmebereich, also zur Speisenbereitung, aber auch Grundlastbereiche, wie zum Beispiel bei der Beleuchtung, sind gegeben und machen eine Einsparmaßnahme sinnvoll. Endlich war es soweit. Am 10.06.2011 konnte unser Carrot Mob Day starten.
Carrot. Voll gut. Fressen für die Umwelt. Dazukommen zum Carrot Mob zu kommen. Ja, in der Schule wurde eine Durchsage gemacht und auf Facebook wurde auch eine Veranstaltung gemacht. Ja. Sehr gut und sehr lecker. Ja, unsere Jagdstudie macht das ja oder so ein Käseminar bei uns und deswegen wissen wir das aber, die kennen. Das ist ganz cool, das ist witzig. Und es ist auch gut, dass die Umwelt unterstützt. Ja, nach vollen 2 Stunden Carrot Mobbing haben wir folgende Ergebnisse erzielt. Insgesamt wurden 231 Döner verkauft. Das bedeutet satte 400 Euro für den Klimaschutz. Und was sagt Dönerladenbesitzer Sylo dazu? Beispiel bei mir, ich habe schon Theke und eine Kühlschrank ist neben dem Pizzaofen. Und dann die kann man schon wechseln und dann sparen wir auch ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen was gelernt, also die Energie sparen. Und um alle Maßnahmen umzusetzen, legt Sylo sogar noch 5.000 Euro obendrauf. So macht Energiesparen Spaß. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Euer Carrot Mob-Team.